Wenn der Tabak teurer wird und wir dagegen nichts mehr unternehmen können und die Verpackungsgrößen kleiner werden, aber der Preis wahrscheinlich für 25 Gramm trotzdem zwischen 4 und 6 Euro liegt, dann müssen wir vielleicht andere Wege finden, um mehr aus unserem Tabak rauszuholen und so vielleicht doch etwas günstiger zu rauchen. Es gibt mehrere Lösungsansätze. Der erste bezieht sich auf größere Köpfe, also Köpfe wie den Oblaco M, vielleicht auch den Huacaya, wo noch deutlich mehr reingeht. Da wäre der Ansatz, wir müssen anfangen, daheim Kohle nachzulegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin persönlich so, dass ich daheim niemals Kohle nachgelegt habe, war ich zu faul, habe ich dann einfach den Kopf fertig geraucht mit einem Satz Kohle und dann kam der nächste Kopf. Bei so Köpfen wie dem Oblaco M, aber vor allem bei Köpfen wie dem Oblaco L oder auch dem alten Huacaya und anderen tiefen, großen Köpfen, macht es aber Sinn, Kohle nachzulegen. Dabei ist wichtig, dass ihr die Kohle nicht zu spät nachlegt. Man kriegt das ja in der Bar mit, da wird manchmal nach 20 Minuten bereits die Kohle gewechselt und das muss auch so sein, damit der Kopf nicht zu sehr abkühlt, um dann einen Hitzeschock zu bekommen. Vielleicht habt ihr auch mal gemerkt, Köpfchen durch, lege ich nochmal Kohle nach und nach 3 Minuten schmeckt das Ding einfach komplett verbrannt. Dann war das der Hitzeschock, das heißt, der Kopf war schon zu kalt und die Temperatur ging zu schnell hoch und dann ist euch der Tabak verbrannt. Das heißt, achtet darauf, dass ihr die Kohle nach 20 bis 30 Minuten schon wechselt, nicht erst, wenn die Hitze nicht mehr reicht zum Rauchen. So können wir dafür sorgen, dass die Tabakmenge, die wir in diese großen Köpfe packen müssen, auch optimal genutzt wird. Aber da kommen wir auch schon zu einem Punkt. Viele Leute schreiben mir und sagen, Marvin, irgendwie, ich habe einen Kopf gebaut, ich habe den geraucht, ich habe danach den Tabak angeguckt und der war unten noch gar nicht verbrannt. Scheiße, unverbrauchter Tabak. Jetzt müsst ihr euch das aber so vorstellen, dass ihr gar nicht 100% von dem Tabak verbrauchen müsst, weil, wenn du am Anfang anfängst, den Kopf zu rauchen, schöpfst du aus einer Menge von 100%. Das heißt, du hast super Rauch und super Geschmack. Das flacht natürlich über die Zeit ab und am Ende schöpfst du deinen Rauch und deinen Geschmack nur noch aus vielleicht 30-40% vom unverbrauchten Tabak. Wenn du jetzt aber das Ding komplett durchrauchen willst, bis du bei Null bist, hast du halt am Ende auch fast nichts mehr an Rauch und auch fast nichts mehr an Geschmack. Das ist dann einfach irgendwann so. Das heißt, wenn ihr euren Tabak komplett verrauchen wollt, dann ist es unweigerlich so, dass da eben am Ende nicht mehr viel Geschmack und nicht mehr viel Rauch sein wird. Dafür hättet ihr dann 100% von dem Tabak, den ihr in das Köpfchen packt, auch verbraucht. Eine andere Methode, das Ganze anzugehen, wäre natürlich zu gucken, wenn wir vorher Köpfchen geraucht haben, die 25 Gramm gebraucht haben, ob wir jetzt nicht vielleicht eher Köpfe benutzen sollten, in die ein bisschen weniger Tabak muss. Und da habe ich mir ein paar ausgesucht, ein paar mitgebracht. Gibt auch noch ein paar weitere gute Beispiele. Früher war der Hotshot RT sehr beliebt für sein unglaublich kleines Fassungsvermögen. Der neue Blaze Tornado ist sehr, sehr gut dafür. Und unser Ziel wäre es praktisch, entweder statt 25 Gramm für 1,5 Stunden Rauchen zu benutzen, 12,5 Gramm zu benutzen und damit 1 Stunde zu rauchen. Viel länger wird damit leider nicht drin sein. Aber mit der Hälfte an Tabak nur 1/3 der Zeit verlieren, ist ja auch eigentlich ein ganz guter Deal. Das heißt, wir brauchen Köpfe, in die wenig Tabak reingeht. Ich hätte hier ein paar am Start. Es wäre zum Beispiel einmal die Japona Mami Bowl, der ATH Modell L. L steht in dem Fall übrigens für die Lippe, nicht für Large. Dann haben wir einen Litlip, den ganz normalen. Der ist nämlich ein bisschen kleiner als der Pro und der XL. Wir hätten einmal von ehemalig Koloss einmal den X-Bowl. Da gibt es einen Funnel und ein Mehrloch. Der Funnel hat aber ein noch kleineres Depot, ist auch eins der kleinsten Depots. Und es gibt auch noch gute Mehrlochköpfe, die gar nicht so ein großes Depot haben, wie zum Beispiel den Voskurimsia Mumia. Übrigens sowieso alles hervorragende Köpfe, die man sich auch so in die Shisha-Sammlung stellen kann, aber gerade durch ihre kleinere Depotform in Zukunft noch interessanter, denke ich. Das heißt also, wenn wir so einen Kopf benutzen, wie zum Beispiel hier den Koloss, in den sehr, sehr wenig Tabak reingeht und wir damit halt 1 Stunde angenehm rauchen können, aber nur 12,5 Gramm verbrauchen, dann haben wir statt eine 25 Gramm Packung komplett in unseren Oblaco zu klatschen für 1,5 Stunden, eine halbe Packung in dem Koloss und rauchen damit trotzdem 1 Stunde. Klar, ist ein bisschen weniger lang, aber unterm Strich sparen wir so auf jeden Fall ein bisschen Geld. Wir können natürlich außerdem noch darauf hoffen, dass die Hersteller selbst Anmischlösungen anbieten, wie zum Beispiel Prototype oder auch Fog Your Life von Hukain. Ja, da kriegen wir wahrscheinlich eine 25 Gramm Packung mit Tabak und dann kriegen wir noch eine Packung mit Molasse, kippen das beides zusammen und dann haben wir wieder mehr für unser Geld und müssen eben nicht nur diese 25 Gramm Dinger kaufen. Aber das sind auf jeden Fall für mich so die wichtigsten Wege, die wichtigsten Tipps. Ein weiterer wäre zum Beispiel noch, dass man mal versuchen kann, ein HMD zu benutzen. Falls ihr bis jetzt Alu oder Kamin geraucht habt, kann das schon sein, dass man mit einem HMD noch ein bisschen länger was aus dem Kopf rauskitzeln kann und vor allem auch aus der Kohle, weil der HMD außen ja immer wie so eine kleine, wie ein kleiner Windschutz agiert, kann man sagen. Na, das heißt, da kann man vielleicht noch ein bisschen was aus der Kohle rausholen und dadurch natürlich auch das Köpfchen ein bisschen länger rauchen, wenn dementsprechend Tabak drin ist. Wie gesagt, hatten wir schon den X-Bowl, ehemaligen Koloss, dann hätten wir noch die Mami-Bowl und einmal den ATH Traverten
L. Die beiden Köpfe haben wie gesagt so eine kleine Lippe, da liegt der HMD drauf, ein relativ flaches Depot, was durch die Lippe auch nochmal etwas schmaler ist und dadurch kann man die Köpfe mit 15 Gramm schon sehr, sehr angenehm rauchen, was im Vergleich zu einem Oblaco M, wo ich schon mal so 23 bis 25 Gramm reinpacken muss, eine enorme Tabakersparnis ist. Die Mami Bowl leider ein bisschen teuer im Moment, meistens so um die 35 Euro, früher hat sie nur 27 gekostet, deswegen wäre meine Empfehlung da eher der Traverten. Traverten ist übrigens nur der Designway, eigentlich ist das einfach nur ATH Modell L. Gibt es in verschiedenen Formen, ja, zum Beispiel das eine davon Traverten und dann noch in verschiedenen Farben. Ich glaube, das hier ist Firouz. Der wäre da eher meine Empfehlung, den kriegt ihr für 25 Euro. Bei ATH gibt es auch noch SWG 10, das heißt, dann wäre er bei 22,50 Euro. Also deutlich günstiger als die Mami Bowl. Die Mami Bowl sieht natürlich auch sehr geil aus, aber vom Material her ist der Traverten sogar deutlich geiler. Also es ist ein sehr massiver Kopf mit super Hitzeeigenschaften und eben einem sehr tabaksparenden Depot. Wenn euch das zu tabaksparend war, könnte man zu einem Litlip greifen. Der hat ein etwas größeres Depot als das Model L und als die Mami Bowl. Damit kann man dann aber auch natürlich ein bisschen länger rauchen, ne? Je mehr Tabak in einem Depot ist, umso länger kann man den Kopf auch tendenziell rauchen. Ja, und der Litlip wäre für mich im Vergleich zum Oblaco eben noch ein Ticken sparsamer. Man kann aber trotzdem Stunde 15, Stunde 20, vielleicht auch mal Stunde 30 locker mit rauchen. Kommt dann natürlich drauf an, wie hoch man das Ganze baut. Da spart man natürlich nicht so viel Tabak und dementsprechend auch nicht so viel Geld, kann aber länger rauchen. Da muss dann jeder wissen, wie er das am liebsten hat. Es wäre ja auch schon ein Vorteil, wenn wir nicht 25 Gramm in einen Kopf packen, sondern dann 50 Gramm in drei Köpfe packen, wo wir mit einem Oblaco oder so nur zwei Köpfe rauskriegen. Hätten wir also schon wieder 50% vom Geld gespart. Und was ich vorher noch erwähnt habe, den Voskurims Yamumia, falls ihr eher so Team Merloch seid, Hashtag Make Merloch Great Again, dann könnt ihr euch auch noch den angucken. Meistens ein relativ günstig zu bekommener Merloch-Kopf, der aber wirklich hervorragend ist. Also egal, ob ihr mal einen russischen Darkblend in einem Merloch-Kopf-Setup brauchen wollt, ist zum Beispiel auch eins der empfohlenen Setups von Darkside. Hier noch ein HMD drauf und vielleicht noch ein Sieb rein, dann wird es auch noch ein bisschen sparsam. Ist übrigens generell für Merloch-Köpfe ein sehr guter Tipp, um noch ein kleines bisschen an Tabak zu sparen. Das wären so ein paar von meinen Empfehlungen. Wie gesagt, der Tornado von Blaze ist auch sehr gut. Der Hotshot RT ist auch sehr gut. Und wenn ihr noch Vorschläge habt für gute, aber sparsame Köpfe, dann schreibt die sehr, sehr gerne mal unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, dass die Spartipps hier nicht nur den Schwaben, sondern allen Leuten, die den Channel gucken, ein kleines bisschen helfen konnten. So können wir vielleicht den Shisha-Konsum doch noch ein bisschen länger genießen, ohne dass es zu sehr wehtut, dass alles teurer geworden ist. Das sind meine Spartipps. Wenn es euch gefallen hat oder euch hilfreich gewesen ist, lasst gerne einen Daumen nach oben. Oder ein Abo da.